Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein Video für meine Spielecke. Um was es da geht, das seht ihr hier. City Skyline, ein tolles Aufbauspiel im Stile von SimCity. Und dieses Game hat's mir total angetan. Und deswegen werde ich es euch hier mal kurz vorstellen. Also, nicht viel rumgelabert, sondern auf geht's. Bevor wir mit dem Spiel beginnen, gibt es jetzt hier noch ein paar Screenshots, damit ihr seht, auf was ihr euch da einlasst. Also viel Spaß! Nun habt ihr gesehen, was man für tolle Städte bauen kann. Aber um euch dieses Spiel näher zu bringen, werden wir ein neues Spiel beginnen. So, zuerst suchen wir uns hier, boah, ein Map aus. Und hier ist wichtig bei den Maps, es gibt Naturrohstoffe, die im Laufe des weiteren Spiels eventuell wichtig werden. So, als nächstes geben wir den Namen ein. Den Namen für die Stadt natürlich. Und wir nennen das mal Steftech City. Okay. Dann lasst uns beginnen. So. Dies hier wäre jetzt unsere Karte. Und im weiteren Verlauf des Spiels können wir die ganze Karte vollbauen. Aber erstmal haben wir nur dieses Quadrat da. Und die allererste Aktion, die wir machen, ist unsere Stadt mit der Autobahn zu verbinden. So, dann wählen wir die Straße aus. In dem Spiel ist es möglich, auch Kurven bzw. ja, gebogene Straßen zu bauen. Was ich wirklich cool finde, da ist man nicht so, da bekommt man nicht so, oder da muss man nicht nur Quader oder kann man nicht nur Quader bauen, sondern kann ganz individuell seine Stadt bauen. So, es gibt dann Einbahnstraßen. Mittlerweile haben wir jetzt auch eine Viererstraße. Da können wir die dann noch mal abreißen da hinten. Eine vierspurige Straße. So, das wäre die Geschichte.
So, nachdem wir jetzt die Straße gebaut haben, tun wir als nächstes erstmal ein Kraftwerk setzen. Wir machen hier die Industrie hin und wir nehmen hier ein Kohlekraftwerk. Außerdem verbinden wir gleich die einzelnen Gebiete mit einer Stromleitung. Dann ist es wichtig, dass wir auch gleich die Wasserversorgung bereitstellen. Hier muss man auf die Fließrichtung achten. Also das heißt, eine Wasserpumpe setzen wir hier hin und das Abwasserrohr weiter auf die andere Seite. Das ist wichtig, weil wenn ihr das Abwasser nach hier oben setzt, und das Wasser und die Wasserpumpe nach unten, da kann es passieren, dass die Einwohner krank werden, weil die verschmutztes Wasser kriegen. So, jetzt verbinden wir die zwei Teile. Natürlich brauchen die auch noch Strom. Damit die auch funktionieren. Gut. So, jetzt bestimmen wir, welche Gebiete hier Gewerbe, Wohngebiete und Industrie werden sollen. Hier hinten machen wir die Industrie hin. Dazu haben wir hier schöne Werkzeuge. Einmal den Kreis. Kann man gleich so eine schöne Fläche hier einfärben. Dann hat man hier noch ein Ausmalwerkzeug. Und man kann natürlich hier auch einzelne Felder andrücken, die Maus gedrückt halten und ziehen, so wie man es gerne möchte. So, dann hätten wir hier schon einmal Gewerbe, einmal Industrie und jetzt brauchen wir natürlich auch noch Wohngebiete. So, und dann können wir auch schon beginnen. Auf geht's. So, hier oben haben wir dann ein Infofenster. Das zeigt so ein paar Hinweise an, was die Bewohner haben wollen. So, werden sich die ersten Einwohner hier niederlassen, erkläre ich hier noch was. Also wie gesagt, hier finden wir alles Mögliche an Straßen, zweispurige, vierspurige und achtspurige, sowie im späteren Verlauf Autobahn oder Kreisverkehr und verschiedene Autobahnauffahrten, also nein, Autobahnkreuze. Das hatte ich ja schon erwähnt. Ab 7000 Einwohner hat man die Möglichkeit, dann Wohngebiete und Gewerbegebiete mit hohen Aufkommen zu bauen und Bürogebiete auszuweisen. So. Hier sollte alles klar sein, Strom, Wasser, Abwasser. Dann haben wir ja auch noch Müll. Ab 340 Einwohner sollte man dann also eine Mülldeponie errichten.
Dann haben wir Gesundheitswesen, Feuerwehr, Polizei, Bildung ist auch ganz wichtig. Dann haben wir hier Transport, das heißt Busse, Bahn, U-Bahn, kann man im Verlauf des Spiels bauen. Dekoration, das heißt Parks, Spielplätze, Bäume pflanzen. Einzigartige Gebäude sind, die werden im weiteren Spielverlauf erst freigeschalten. Genau, dasselbe gilt auch für die Monumente. Hier haben wir dann unser Wirtschaftsfenster, wo man auch das Budget findet, das man hier einstellen kann. Steuern und Darlehen. Aber anfangs kann man das erstmal lassen. So. Jetzt brauchen wir erstmal Strom für das Gewerbegebiet. Juhu. So. Die ersten Gebäude wurden jetzt freigeschalten. Die Grundschule, Arztpraxen und Mülldeponie, die wir auch gleich bauen werden. Aber erstmal brauche ich jetzt mal hier meine Wasserleitung. Okay. So. Dann wollen wir mal unser Wohngebiet ein bisschen erweitern. Jetzt mehr. Okidoki. So, nicht das Wasser vergessen. Dann werden wir jetzt erstmal eine kleine Grundschule, Quatsch. Eine Arztpraxis setzen. Dann werden wir für die Bildung ganz wichtig. Ah, jetzt haben wir kein Geld mehr. Hui. Das ist aber bitter. Gut. Kommen wir jetzt mal zu dem Wuselfaktor. Wie ihr seht, hier ist so einiges los. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, man kann hier einzelne Personen andrücken und verfolgen. Ui, warum fährt das Auto in der Luft? Also es macht echt tierisch Spaß, vor allen Dingen im weiteren Verlauf, wenn die Stadt, also wirklich eine große Stadt ist, wenn man dann Busse verfolgen kann oder Züge, das macht echt wahnsinnig Spaß. Und manchmal ertappe ich mich dabei, da sitze ich einfach nur da und beobachte die Leute, was die gerade machen, oder fahre mit dem Bus durch die Stadt. Weil das sieht echt toll aus. So, wir haben jetzt 406 Einwohner. So langsam geht es aufwärts und mit dem Geld müsste es auch gleich wieder aufwärts gehen. Ansonsten könnte man hier die Steuern erhöhen. Und da gehen wir hier halt auf 10%. So.
Gut, dann haben wir hier die Schule. Ne, die Arztpraxis ist das. Aha. Schön. Gut. Wir weisen noch ein paar Wohngebiete aus, damit noch ein paar Leute hier einziehen. Und ein bisschen Gewerbe wäre auch nicht schlecht. Wunderbar. So, haben wir schon langsam eine kleine funktionierende Stadt. Wir bräuchten jetzt noch ein Mülldepot. Das werden wir mal hier hinsetzen. Kümmern wir uns mal um den Stromteil hier. Okay, wir haben jetzt 500 Einwohner und geht auch nach oben unsere wöchentlichen Einnahmen. Und jetzt werden wir den Tag- und Nachtzyklus hinzufügen, damit ihr seht, wie das mal in der Nacht ausschaut. Und Spiel fortsetzen. Okay. 500 und. So, werden die hier schön basteln und wir auf den Abend warten. Hat man hier im weiteren Laufe des Spiels dann die Möglichkeit, ein Stadtviertel auszuweisen, die man dann separat besteuern kann und irgendwie, oder wenn man das jetzt das Industriegebiet zum Beispiel da hinten als Stadtviertel ausweist, kann man das dann so machen, dass dann für Erzabbau, für Ölabbau, Forstwirtschaft oder nur für Landwirtschaft. Und die Gebäude ändern sich dementsprechend dann. Ist eine tolle Option, finde ich ganz nett, vor allem wenn man dann die Landwirtschaft hat, da fahren da Trecker und so ein Quatsch rum. Echt super Geschichte. So, jetzt zeige ich euch mal jetzt unser Abwasserrohr. Warum ihr das nach hinten bauen solltet, also weit weg von der Wasserpumpe. Voll eklig, oder? Ja. Gut. Wir sind jetzt bei fast 600 Einwohnern und unser Budget steigt langsam wieder. So, die meckern nach Wasser. Jo. Ein bisschen beschleunigen.
So, an dieser Stelle werde ich jetzt mal einen Cut machen, bis er die, oder? Nee, es wird langsam dunkel. Unsere Stadt entwickelt sich prächtig. Und es wird langsam Abend. Schön zu sehen, dass sich auch die Bäume in dem seichten Wind hier bewegen. Ui, dieses Spiel hat echt Suchtpotenzial. So, eigentlich wollte ich jetzt kein Let's Play hier machen. Aber um mal zu demonstrieren, was euch hier so erwartet in dem Spiel, wird dieses Video etwas länger. Wir werden jetzt ja nicht die 7000 Einwohner erreichen, aber ich möchte euch jetzt nochmal zeigen, wie das aussieht, wenn es Nacht ist. So, neue Dienstleistungen. Grundschule. Aber haben wir die nicht schon gebaut? Ach nee, die kommt erst noch. Tatsächlich. Für 10.000. Ja gut, da müssen wir ein bisschen sparen. So sieht unsere kleine Stadt im Dunkeln schon aus. Toll, wa? Am schönsten sind die Gewerbegebiete. Durch mal die Werbung. Ist ja wohl geil. Und ihr könnt mir glauben, wenn ihr dann Gewerbe mit hoher Dichte habt, das sieht noch viel grandioser aus. Unser Wohngebiet. So, und dann haben wir wieder was. Stadtviertel können wir jetzt einrichten, Richtlinien, zweites Darlehen, einzigartiges Gebäude haben wir, Feuerwehr und Polizei können wir bauen. Wunderbar. Aber wir bauen jetzt erstmal eine Grundschule. Bildung ist wichtig für den weiteren Verlauf des Spiels. Setzen wir dich hin, wo passt das? Ja, wunderbar. Freuen sich die Leute alle? Schön. Gut. Das soll es jetzt erstmal zu dem Spiel gewesen sein. Ich speichere das ab. Wenn ihr das Video toll fandet und wenn ihr wollt, dass ich an der Stadt weiter rumspiele und ihr das sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann werde ich noch einen Teil zu City Skylines machen. Und dann versuchen wir mal, die Einwohner auf 7000 zu bringen. Also, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch was von City Skylines sehen wollt. Ansonsten, ja, sehen wir uns zu einem anderen Video wieder hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe doch bald mal, dass ich mal wieder ein tolles Technikvideo rausbringen kann. Bis es soweit ist, sage ich erstmal ciao und guckt euch auch meine anderen Videos an, die ich hier auf meinem Kanal habe. Würde mich wirklich drüber freuen. Ich würde mich auch drüber freuen, wenn ihr mir für das Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir eins nach unten. Abonniert mich, wenn ihr das möchtet. Und dann sage ich mal ciao, bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal, Steff, Tech und Co.